Hallo und herzlich willkommen bei vergleichuns.de. Hier ist der Steven und heute möchte ich euch das LG G-Pad 8.3 vorstellen. Steht hier für das 8,3 Zoll Display. Wir haben bereits auf vergleichuns.de einen Artikel zum G-Pad geschrieben. Hier findet man auch alle technischen Details. Darum gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Ich ziehe mir jetzt mal ganz kurz die wichtigsten Details raus, warum das G-Pad ein guter Kaufgrund wäre. Und zwar, wenn wir jetzt hier einmal runterscrollen, sehen wir, dass der aktuelle Amazon-Preis bei nur 227,40 € liegt. Jetzt sagt ihr natürlich ja, es gibt auch günstigere Tablets, auch im 7 oder 8 Zoll Format. Allerdings muss man hier sehen, dass es 138 Bewertungen bisher gab und diese mit 4,5 Sternen bewertet wurden. Das heißt, man bekommt ein sehr gutes Tablet und vor allen Dingen für diesen Preis bekommt man ein Full HD Display, das heißt 1920x1080 Pixel. Zusätzlich hat man dann noch Details wie ein Quad-Core 1,7 GHz, 2 GB RAM und 16 GB Arbeitsspeicher bzw. 16 GB Hauptspeicher. Man hat zusätzlich noch, kann man den Hauptspeicher auf 64 GB erweitern. Und zwar hat man dazu hier oben einen MicroSD-Slotkartenanschluss. Ich möchte hier kein klassisches Unboxing machen, beziehungsweise auch nicht jetzt die Anschlüsse zeigen. Ja, wen interessiert es groß, wo der Powerbutton ist und so weiter. Was ich natürlich erwähnen muss, ist die Qualität des Displays. Die ist sehr gut, man sieht es auch gerade. Beziehungsweise es ist etwas heller, auf dem Video kommt es nicht so ganz rüber. Was allerdings etwas negativ ist, dass das Display relativ stark spiegelt. Vielleicht sieht man es jetzt so, das Licht kommt von links direkt von einem Fenster. Kurz zur Info, wir haben jetzt hier auch die volle Displayhelligkeit eingestellt. Ansonsten gibt es relativ wenig negative Dinge zu sagen. Was mir allerdings überhaupt nicht gefällt, ist der Sound. Dieser kommt hier hinten aus diesen zwei kleinen Lautsprechern raus. Dieser klingt absolut blechern, gefällt mir überhaupt nicht. Ich spiele ihn jetzt einfach mal ganz kurz ab über ein YouTube-Video. Hat man auch die Finger hinten auf der Rückseite drauf, so hört man sofort beziehungsweise spürt man den schlechten Sound, also das vibriert auch richtig, also ja, überhaupt keine Wohltat. Wer Soundliebhaber ist, beziehungsweise Musikliebhaber, der sollte sich hier lieber eine mobile Box dazu kaufen. Was mir ebenfalls nicht so ganz gefällt, ist die Dicke von 8,3 mm. Passt es genauso eigentlich wie die Display-Zollgröße. 8,3 mm ist okay. Allerdings das iPad Mini, welches es schon seit einem Jahr gibt, ist bei 7, irgendwas. Was noch ganz gut ist, ist diese LG Quick Remote Funktion. Das heißt, habt ihr einen LG Fernseher, könnt ihr diesen über das Tablet steuern. Ist das Tablet jetzt nur eine Kaufempfehlung? Ich würde sagen ja. Es hat durchweg positive Bewertungen. Es ist relativ günstig. Gebrauch bekommt man es sogar schon für unter 200 Euro. Für auf der Couch surfen ist es allemal geeignet, was dabei natürlich etwas schlecht ist, wenn ihr die Beine anwinkelt auf der Couch und das Tablet praktisch so auf die Beine rauflegt, ist der Sound natürlich noch schlechter, weil er durch die Beine abgedeckt wird. Hier wäre es ganz gut, wenn der Sound von vorne, von oben oder von der Seite kommen würde. Ja, das war's auch eigentlich schon. Wenn euch der Test gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen auf Facebook oder ihr abonniert mich einfach auf YouTube. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Kauf und beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.